Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Abilions. So, weiter ausbauen. Hier kommen immer wieder welche nach. Wo ist unser Sniper? Irgendwo. Ah, hier steht er rum. So, da sollen wir daher kommen. Attention. Building completed. So. Tag 50. Oh Junge, ist das der einzige Schwarm, der hier kommt, oder wie? Es wirkt irgendwie so. Oder kein Holz. Oh Mann. So, dann nehmen wir hier zur Verteidigung. So, ist da oben jetzt alles repariert? Da ist alles repariert, da werden wir noch viel ausbauen müssen. Wenn so viel Platz ist, werden hier wahrscheinlich wirklich sicher ein großer Schwarm kommen. Machen wir schon Sorgen, ob das, ob wir damit durchkommen werden. So, Energie. Jetzt auch schon stärkere. Okay, da drüben sind jetzt allgemein stärkere. Muss man vorsichtig sein. So. Aus. Oh, nee, wir brauchen die Nahrung. Keine Energie. Ah, jetzt ist fertig. So. Und immer noch zu wenig Holz. Endlich. So. Jetzt können wir hier nicht hinbauen. Ich dreh durch. Komm, Alter. Okay, hier hinten ist niemand erstmal. Ah, okay, das und ja, das sind noch stärkere. Wir sind jetzt hier überall. So, beginnen wir hier vielleicht gleich mal mit der Verstärkung. Keine Arbeiter mehr, natürlich. Ob
entfernen wir das hier lieber. Ja, da kommt doch schon der Zug. Hä? Warum sind es vier auf einmal da? Ich schau mal hier unten aus. Noch ein Schwabel. Oh Junge. Da ist noch einer, oh Gott. So, wichtig ist halt, dass die Bogenschützen den killen. Das wird gute Erfahrung bringen für die. Okay, das ist schlecht. Es gibt noch mehr von den... Oh, wir müssen hier dringend einmal... Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Die Zeit läuft uns davon. Kaserne, sehr gut. Wir haben mal die Kaserne. Wir lassen hier etwas mehr Platz. Sehr schön. Oh, Eisen, perfekt. Damit können wir anfangen, Soldaten auszubilden. Ja, es kommen hier immer mehr. So, wir haufen Leute. Schreinerei. Können wir da oben eigentlich hinbauen? Sollte gehen, ja. Hoffentlich. Ne, wir können hier gar nicht. Hier ist das Leute, hier ist es aus. Nö, bis hierher können wir bauen. Schlecht. Und wir haben noch kein Eisen dabei, aber gleich kriegen wir Eisen. Okay, die ersten Soldaten werden ausgebildet. Keine Nahrung mehr, toll. Der Sniper wird noch
sehr wertvoll werden, glaube ich. Wenig Platz für Jäger. Ja, wir lassen ihn lieber noch hier. Wir nehmen zwei Bogenschützen, die uns da oben unterstützen. Da geht's mit Expandieren. So. Zu dritt sollten sie was zusammenbringen. Und weiter expandieren. Bloß nicht stehen bleiben. Keine Arbeit mehr. Wunderbar. Das habe ich befürchtet. Schön, wir lassen hier den Abstand. Sehr gut, damit die Leute durchgehen können. Sollte man einiges an Nahrung bekommen. So, das könnte da nicht mehr durchgehen, das ist blöd. Oh, hier gibt es nochmal Eisen. Werden wir aber nicht benötigen. Leider brauchen die Soldaten halt auch immer Nahrung. Die Frage, wenn wir noch einen Schwabbel treffen, werden sie stark genug sein, den aufzuhalten? Mann, die werden immer mehr hier. Voll mit Holz. Heißt, dass es wieder
wird Zeit, hier eine Mauer zu errichten. Ja, gerade habe ich mich gefragt, wann der nächste Veteran wird. Weil die brauchen wir hier dringend dann. Wenn wir wirklich so... so ein Riesenschwarm daherkommt, dann brauchen wir alles, was wir kriegen können. Oh, wir haben ja die Schreinerei. So, wir bringen hier nochmal einen Turm her. Nächstes Veteran. Oh, das sind schon wieder drei. Sich weiter den Weg da nach unten. Irgendwann da rauskommen. Oh. Zurückziehen, zurückziehen. Okay, geht einmal gar nicht so übel. Vorerst. Nachdem da erstmal Ruhe ist, nachdem wir Nahrung brauchen, müssen wir schauen, dass wir da weitermachen. So, Problem ist, der kommt halt hier jetzt nicht her, oder? Ne, der findet jetzt hier keinen Weg. Genau, du gehst da rein und ihr geht's da rein. So machen wir das. Die Bogenschützen sind dabei. Schauen, was sie heute halt zusammenbringen. Dass die auch Veteranen werden. Oder sind wir hier unten schon fertig? Es scheint irgendwie so. Okay, dann können wir hier unten in Ruhe expandieren. Wir stellen aber trotzdem den hier her zur Sicherheit. Ach, da ist ja noch mal Energie, hey! Damit gibt's wieder Nahrung. So. Der Wachturm.
Und wieder eine Taran. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.